schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Heute ist Freitag, der 30. August. Es ist der Preview Day. Also man kann auch schon als normaler Besucher hierhin heute. Aber der Fachbesucher Pressetag. Dennoch wird weniger los sein wie am normalen Wochenende. Und die Chance nutzen wir natürlich, um schon mal die Neuheiten einzufangen aus dem Caravan-Bereich. Denn wir machen mit euch einen Messerundgang für alle, die vielleicht die Tage noch kommen und schon mal einen ersten Eindruck haben wollen. Aber auch für viele, die vielleicht nicht kommen wollen, können, dürfen, weiß ich nicht, dass ihr einfach mal seht, was gibt es denn dieses Jahr im Bereich Caravans. Wir bewegen uns heute nur bei den normalen Caravans. Die exotischen Caravans, also außerhalb dieser Massenproduktion, die filmen wir noch mal extra, was da für Neuerungen kommen, wenn es da was zu filmen gibt. Und bei den klassischen Caravans schauen wir uns einfach mal um, was haben Sie denn für Messeneuheiten für 2025 dabei? Wir haben uns natürlich etwas vorbereitet schon auf die Messe und wissen schon das eine oder andere. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend oder interessant. Und ganz am Ende habe ich noch einen Tipp für euch, falls ihr vorhabt, einen Wohnwagen zu kaufen, was ich euch da empfehlen würde. Also bleibt unbedingt dran. Wir machen mit euch mal einen kurzen Messerundgang und wir starten in Halle 1 wie immer, denn das ist Eingang Süd, der Messebeginn, und das ist die Halle von der Knaus-Gruppe. Von der Knaus-Tabert-Gruppe, aber die Marke Knaus ist hier vertreten und da schauen wir uns einfach mal um. Also, viel Spaß beim Rundgang. Seid gespannt, wir sind's auch. Ja, jetzt sind wir am Stand von Knaus. Halle 1 ist komplett Knaus, überwiegend Reisemobile, wie im letzten Jahr auch schon. Das ist halt deutlich die Mehrheit. Wir stehen jetzt vor dem Yaseo, ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Haben wir im letzten Jahr schon vorgestellt. Hinten dran stehen die Azur-Modelle, die sind ja auch schon ein paar Tage alt, aber immer noch okay, keine Frage. Und es gibt eine große Neuerung im Zubehör und das ist diese CleanFlex-Toilette. Nicole guckt sie gerade an. Also man kann die frei im Raum positionieren. Man braucht kein Wasser, ist es leichter. Man sieht, da hinten hat sie keinen Wandanschluss. Und hier unten ist dann, genau, mach mal auf, Nicole. Genau, fällt dann quasi die Verschweißtüte rein, wo man dann entsorgen kann. Genau, ich weiß nicht, ob ich das gut finde soll. Ich bin noch nicht überzeugt davon. Ist aber was Neues, ich bin mir nicht sicher. Aber es macht natürlich etwas flexibler und die kriegt man in den Knaus Wohnwagenmodellen mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, die kriegt man für einen Aufpreis von 485 Euro, kann man sich die bestellen. Und das wird bestimmt noch von der Entwicklung her weitergehen, glaube ich. Ja, dann haben wir hier nach wie vor den Südwind. Klassischer Grundriss, kennen wir ja. Guckt euch vor allen Dingen mal bitte die Heckpartie an, wie die gestaltet ist mit der Form. Denn beim Knaus Sport, hat man darauf verzichtet, auf diese X-Fold-Technologie heißt sie, glaube ich. Man hat es wieder in normales, gerades Heck. Und dafür die Modelle etwa 500 bis 1000 Euro günstiger gemacht. Klar, der Caravan-Markt muss sich von der Hochphase des Corona erholen. Und da sind günstigere Modelle mit Sicherheit gern gesehen. Und ich glaube, für den Normalanwender, wenn man jetzt gerade extrem technikaffin oder designaffin ist, ist das schon ausreichend. Es gibt hier noch den Südwind, etwas eine gehobenere Baureihe für teureres Geld. Es gibt ansonsten aber keine Neuerungen bei den Fahrzeugen, bei den Wohnwagen von Knaus. Außer hier, da ist jetzt eine CleanFlex-Toilette an Bord. Wie gesagt, Wohnwagen innen drin, filme ich euch extra. Wer das sehen will, abonniert unseren Kanal. Aber auch nur überwiegend neuere Modelle. Vielleicht auch mal ein paar Bestandsmodelle, je nachdem, wie wir dazu kommen, die Tage. Aber erstmal wollen wir die Neuerungen filmen. Und ich glaube, so viel sind es gar nicht mehr. Schau mal. Das ist die CleanFlex-Toilette. Die ist jetzt noch an der Wand angeflanscht. Aber der Wagen hier sieht echt schick aus, muss ich sagen. Mir gefällt der sehr gut. Schönes Ding. Ja, und das war's schon von der Firma Knaus. Jetzt gehen wir weiter in Halle 4, da hinten steht Schild. Da ist nämlich aus der gleichen Gruppe Tabert und Weinsberg und da gucken wir uns mal um, was es da Neues gibt. Also, los geht's. Ich suche jetzt erstmal die Nicole, wo die sich rumtreibt und dann gehen wir weiter in Halle 4. So, wir sind immer noch bei Knaus, denn wir wollen euch gerne noch die Messeaktionen filmen. Nur, dass ihr wisst, was ihr hier, wenn ihr hierher kommt und habt vor, einen Wohnwagen zu kaufen, jetzt hier speziell bei Knaus, was es hier für Rabatte gibt. Ja, ist schon okay, sage ich mal, ne? Dann wisst ihr schon mal, was auf jeden Fall angeboten wird. Deswegen filme ich einfach mal ab. Und jetzt weiter in Halle 4. So, nur, dass ihr mal einen Eindruck bekommt von der Halle. Das hier ist die Halle 4. Weinsberg und Tabert müsste hinten dran noch stehen. Ja, ich sehe schon die ersten Wagen. Also so sieht eine noch leere Halle aus, weil wir dürfen hier etwas früher rein filmen, weil ab 10 Uhr ist hier mehr los. Wir nutzen die Gelegenheit einfach vorher. Wir sind jetzt hier so ab 8:30 am Filmen.
Da ist es noch schön, da wuseln schon ein paar Leute rum, da werden auch Fenster geputzt, aber insgesamt sehr ruhig. Und jetzt halten wir mal Ausschau nach den Neuerungen. So, wir sind in Halle 4 immer noch auf der Suche nach Weinsberg-Wohnwagen und sind hier an dem schönen Stand vorbeigekommen. Expedition, da hinten steht ein Campervan, Outdoor, und hier ist das wirklich schön angelegt worden. Mit extra Gondel da hinten, simuliertes Feuer, ne, ich nenne es mal an, Berghütte, Skihütte, was auch immer. Ja, also da wollte man dran vorbeilaufen, das sieht schon echt gut aus, muss man sagen, ne? Das ist schon schick. So, angekommen bei Weinsberg. Ich gehe mal ein Stück zurück. Hier gibt es die Cara One Edition Hot. Das ist ganz neu. Das sind 11 Grundrisse mit einer etwas ausführlicheren Serienausstattung. Da gucken wir uns das gleich mal an. Gibt es nämlich auch ein neues Modell. Das filmen wir aber nochmal extra, wie gesagt. Es gibt auch bei Weinsberg logischerweise diese CleanFlex-Toilette. Klar, gehört zum gleichen Konzern. Da kriegst du auch die CleanFlex-Toilette gegen Aufpreis. Hier stehen auch Schilder. Bei dem hier ist es zum Beispiel an Bord beispielsweise. Und das nur als Info, die haben wir euch ja eben an Knaustand schon gezeigt. Dann einmal hier kurz gefilmt, die Cara One Edition Hot. Was es denn da für Grundrisse gibt, ich lasse mal die Kamera einfach stehen. Caracito, die Baureihe gibt es auch noch, da kommen wir gleich noch zu. Und das hier ist ein neuer Grundriss, 550 UK. Und ich lasse einfach mal die Kamera stehen und zeige euch mal, was die Edition Hot alles kann. Preisvorteil 3,8. Also hier sind schon, ich habe jetzt mal drüber geflogen natürlich schon vorher, es sind schon einige wirklich sehr, sehr sinnvolle Sachen dabei, die mit Sicherheit das Leben leichter machen. Klar, aber manche Sachen wie jetzt ein Abwassertank rollbar, der ist normalerweise bei anderen im Standard dabei, die haben die jetzt halt in die Edition gepackt. Okay, Glattblechseitenwände und so weiter und so fort. Auflastung ist mit drin. Leichtmetallfelgen, also sind schon ein paar Sachen dabei, die wirklich sehr nett sind. Man fällt vor allen Dingen fällt auf diese Glattblechwand letztendlich, aber es ist Blech, also es ist kein GFK, er hat nur auf dem Dach GFK. 550 UK, wir filmen mal ganz kurz rein, aber den stellen wir euch natürlich nochmal separat vor, weil das wäre in dem Rundgang ein bisschen übertrieben. Wir haben nämlich hier das Thema Elternbett. Und hier oben ist ein klappbares Bett für die Kinder. Und hier unten kann ich auch noch ein Bett draus bauen. Das ist, glaube ich, so die größte Neuerung an diesem Wagen oder was ihn so speziell macht. Jetzt gehen wir noch nach Caracito schauen. Ja, jetzt die Caracito-Modelle. Heißt, die sind im Standard gasfrei. Man kann sie aber mit Gas aufrüsten, jeder wie er möchte. Ich bin kein großer Fan von den gasfreien Fahrzeugen. Ich finde Gas immer noch sehr gut. Vor allen Dingen macht es unabhängig, aber das kann jeder selbst entscheiden. Dürft ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Und das sind die Modelle. Wie gesagt, es sind nur 5 Stück an der Zahl. Ja, und das war es hier schon vom Weinsbergstand. Es sind auch ein paar Wohnwagen ausgestellt. Ich mache einfach mal so einen kleinen Schwenkrund, dass ihr es mal sehen könnt. Auch schön aufgebaut. Auch der Teppich in der Farbe. Das finde ich ja auch immer ganz schick, wenn sie sich da ein bisschen Mühe geben. Und nebendran ist der Tab-Stand, aber da gibt es keine Neuerungen. Nur, wie gesagt, gehört hier auch zum Konzern und der ist auch, klar, kleiner, es sind ja weniger Modelle, aber er ist auch schön hergerichtet. Und jetzt gucken wir mal, was Tabet im Angebot hat. Ja, jetzt bei Tabet, da stehen wir direkt vor dem Flaggschiff, dem großen Cellini mit Slide-Out. Ich zeige euch den mal, der ist nicht neu, er ist nur immer wieder faszinierend, vor so einem Wagen zu stehen. Das ist schon echt krass. Also hinten auch mit beleuchtetem Cellini-Schliffzug. Das Heck ist schon wirklich toll gemacht. Hier sieht man den Slide-Out. Also das ist schon wirklich krass. Aber er kostet auch roundabout 100.000 Euro. Also das nötige Kleingeld braucht man für den Wagen auch. Aber da hat man natürlich Luxus pur. Keine Frage, das ist natürlich top. Ne? Dann haben wir die nach wie vor Pantiga-Baureihe, haben wir ganz normal. Und die Nicole steht schon am neuen Modell. Und zwar der Casadora. Denn der Casadora, die Baureihe Casadora, löst nämlich den Da Vinci ab. Da Vinci gibt es nicht mehr, es gibt jetzt den Casadora in neu. Und ich würde vorschlagen, wir gucken mal rein. Wie findest du ihn? Naja. Naja? Okay. Naja. Bisschen dunkel für meinen Geschmack. Bisschen dunkel, okay. Mhm. Auch hier wie beim Senara letztes Jahr, was die neue Baureihe war, diese Fotowand. Ja, ist ein bisschen, also das Holz ist dunkel, aber das ist, glaube ich, so Tabet-like.
Er hat wenigstens im Gegensatz zum Pantiga wieder ein normales normales Kochfeld. Das finde ich ja im Pantiga nicht so günstig. Ja, aber wie gesagt, den stellen wir euch aus der Casa Dora-Reihe. Werden wir euch mit Sicherheit einige Fahrzeuge vorstellen, weil die sind ja neu. Und der eine oder andere ist interessiert dran. Deswegen stellen wir euch natürlich den vor. Und jetzt nur mal so ein kleiner Vorgeschmack. Ja, wir haben den Puccini 550e 2,3, also das ist die Breite, 2,30 Meter, haben wir gefunden. Der steht auch hier. Wie gesagt, eigene Vorstellung kommt. Nur mal ein ganz kurzes Schwenk nach drinnen, dass ihr den mal gesehen habt. Hinten U-Sitzgruppe, große Küche, Einzelbetten, Spiegel und hier Kühlschrank. Ist schon was Besonderes, aber den schauen wir uns noch im Detail an. Hier steht noch Casadora-Modelle, hier sind die Senara-Modelle. Nur, dass ihr mal gesehen habt, was hier so alles angeboten wird. Den Bellini habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass er für den deutschen Markt ist, soweit ich weiß. Und da hinten sind noch ein paar Casadora ausgestellt. Wie gesagt, die Modelle zeigen wir euch natürlich noch extra. So, und dann gehen wir weiter in Halle 6. Da dürfte sich Bürstner und Co. befinden. Da schauen wir mal, was es da gibt. Achso, kurz fürs Protokoll. Auch Tabert hat die CleanFlex an Bord, klar, ist die gleiche Gruppe, die haben das auch mit eingeführt und da gibt es dann auch gegen Aufpreis quasi eine CleanFlex-Toilette mit an Bord. Ist ja auch hier schön ausgestellt. Und dann geht es weiter in Halle 6. Ja, jetzt in Halle 6 am Stand von Bürstner. Wir haben uns gerade mit einem Verkäufer unterhalten, Nicole hat schon das Deko-Team gelobt. Ich zeige euch das gerade mal kurz. Das sieht nämlich wirklich gut aus, wir haben sie wirklich schön dekoriert. Hier haben wir den Black Forest Sonderedition, kam letztes Jahr und der Averso und der Averso Plus, ist ja mit Hubbett, gibt es in zwei neuen Grundrissen, der normale Averso mit 6 Grundrissen und es gibt auch ein Modell Harmony Line, ein Sondermodell, das gucken wir uns jetzt gleich mal an und die werben hier auch mit ordentlich Rabatten, schaut mal auf die Preisliste, bis zu 12.000 Euro, gut, müsste man sich mal näher angucken. Ihr seht es hier, gilt während der Messe, Bruttonachlass. Lest es einfach mal durch, wenn es euch interessiert. Und hier haben wir den Premio Life. Interessant ist auch hier das Kärcher-Schild. Da gibt es auch Rabatt auf Kärcher. Auf, was ist das? Mobil Outdoor Cleaner. Attractive, ob mir das gefällt da hinten, die Beschriftung, bin ich mir noch gar nicht sicher. Und es gibt ihn auch als Sondermodell Skyline. Da werden wir ihn nochmal extra vorstellen. Der sieht von außen genauso aus. Es gibt ihn als Skyline Sondermodell. Wie der Averso. Guck mal, wie schön die das hier gemacht haben. Hier mit der alle so schön angelegt. Das sieht echt gut aus, muss man sagen. Also da kann man echt nicht meckern. Kostet natürlich Platz. Der Nachteil ist, die haben so viele Sondermodelle neu. Aber sie haben nicht alle hier. Liegt aber auch, hat der Verkäufer gesagt, an der Produktion. Sie sind noch nicht mit der Produktion so weit, sodass sie hier nicht alle ausstellen konnten. Das ist jetzt hier ein Averso Plus, ihr seht es. 520 TL. Und das hier ist der Averso in der Harmony Line. Man sieht direkt einen Unterschied. Er hat so einen grau-silbernen Glattblech. Und hier haben wir noch einen. Und die anderen sind ja, kommen ja an Hammerschlag. Wie gesagt, wir stellen euch die nochmal getrennt vor. Das ist jetzt ein bisschen viel für alles. Aber innen drin, ja, ist halt auch anders. Jeder hat seine Besonderheit. Man hat bei Tapper, das sieht ganz anders aus innen drin. Hier haben wir Leder, oben drüber Hubbett. Aber wie gesagt, wir stellen euch die Wagen noch vor. Hier sieht die normale Front aus, also Hammerschlag. Und hier alle Details zur Neuheit Averso. Ich lasse einfach mal die Kamera stehen. Könnt ihr mal schauen. Gibt auch eine Finanzierung, wer das möchte. Ja, der sieht jetzt von außen schon mal echt schick aus. Aber wie gesagt, für den Rundgang wäre es jetzt zu viel, alles zu zeigen. Das machen wir dann, wenn wir die Modelle separat vorstellen. Denn sonst kommen wir beim Rundgang nicht weiter. Aber wie gesagt, freut euch drauf. Die stellen wir euch vor. So, wir sind jetzt am Stand von Hümer. Hat nichts mit Wohnwagenneuerung zu tun, aber ich finde es trotzdem schon schön. Guckt mal da, aus dem Erwin Hümer Museum hat man hier mal ein paar Fahrzeuge hingestellt. Auch einen alten Opel Astra, würde ich behaupten, ist das. Und dann hier den schönen alten Bus mit Dachterrasse. Also bei allen Neuerungen und sowas finde ich sowas doch immer mal ein Highlight, wenn man so schön in Stand gestaltet. Muss ich wirklich sagen, das gefällt mir echt gut.
Also das finde ich schon echt cool. Hat mit Neuerung nichts zu tun, keine Frage. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Und da kommt noch einer angerollt. Der hat auch nichts mit Wohnwagen zu tun, aber ja, schon schick. Ja, und dann sind wir bei den Ariba-Modellen. Da gibt es aber keine Neuerungen. Aber es wurde was gestrichen. Denn der Touring 820, der riesengroße Wohnwagen, also der ganz große, das Flaggschiff, hat man aus dem Programm genommen. Ich gehe mal von aus, zu aufwendig, zu teuer oder keine Nachfrage. Das weiß ich jetzt nicht genau. Den hat man rausgenommen. Ansonsten kennt ihr hier die Ariba Touring Modelle im klassischen Design und auch mit einer ganz anderen Aufbautechnik und so weiter. Ihr seht es ja hier, hat nichts mit dem herkömmlichen Wohnwagen zu tun und das ist so eine eigene Fanbase, glaube ich, die Wohnwagen hier quasi nach oben treiben. Hier ist er mal in Weiß komplett. Ja, aber wie gesagt, keine Neuerung. Wir gehen mal weiter. Hier in der Halle 6 ist noch LMC, da gucken wir mal, was es da Neues gibt. Da kommt auch jetzt der passende Wohnwagen zu dem Fahrzeug hier. Ja, schon grandios. Aber darum geht es heute gar nicht, gell? Irgendwie. Nee. Sondern hier sind wir bei LMC. Und das ist die Neuheit der Sasino, Baureihe Sasino. Oben drüber gibt es ja den Videro, den wurde letztes Jahr vorgestellt. Die Videro steht hier nebenan. Und der Sasino ist neu gemacht worden. Wir filmen mal ganz kurz in ein Modell rein, in 460e. Und ja, innen drin ein bisschen nüchterner, kühler, auch einfacher gehalten. Man sieht hier, das Modell ist relativ schmal. Ja, aber Details dazu machen wir dann, wenn es soweit ist. Und es gibt hier noch so eine Kooperation mit Humbauer, also mit dem Anhängerspezialist. Und da haben sie auch so einen Wohnwagen kreiert zusammen. Und da muss ich jetzt gerade mal gucken, wo der ist. Und da gehen wir mal hin und gucken uns auch mal den an. Und dann sind wir bei LMC auch schon durch, weil mehr Neuheiten gibt es nicht. Aber letztes Jahr, wir stehen jetzt hier gerade vor der Videro-Baureihe. Die habe ich euch ja gefilmt letztes Jahr schon. Die seht ihr auf meinem Kanal. Da könnt ihr euch die Videos angucken. Die ist erst ein Jahr alt und sind auch schick gemacht. Ich war auch sehr begeistert von den Fahrzeugen. Wie gesagt, die könnt ihr euch aber angucken, wenn ihr möchtet. Ja, wir haben sie gefunden, die LMC-Kooperation mit Humbauer. Hier steht der Modo. Oh, sorry. Hier steht der Modo, quasi ein normaler, ich sag mal, Humbauer-Anhänger, den ich flexibel zum Camper umbauen kann oder gestalten kann mit Airline-Schienen. Ich habe Wechselmodule, kann ihn als Monteur nutzen, Schlafplatz, Werkstatt, für die Rennstrecke, für alles. Also das ist wirklich sehr, sehr flexibel, das Modell. Aber wir haben uns jetzt schon ein bisschen schlauer gemacht. Das wäre jetzt für den Rundgang etwas viel. Wir filmen euch den logischerweise nochmal separat und stellen euch im Detail vor, was man alles für Optionen hat. Also der kommt die nächsten Tage mit Sicherheit nochmal extra. Seid gespannt. Ja, hier hat LMC noch einen Wohnwagen aufs Dach gestellt, auf so ein Podest gestellt. Ich habe gerade mal nachgefragt. Also das LMC Active, den kann man sich nicht angucken. Das ist so eine Outdoor-Studie, etwas Offroad-mäßig für den härteren Einsatz. Und LMC macht hier eine Umfrage, ob das ankommt bei den Kunden, ob es da einen Markt, einen Bedarf für gibt. Da würden sie das vielleicht sogar in Serie bringen. Den kann man sich jetzt, wie gesagt, nur hier oben angucken. Rein und so kann man nicht. Ist einfach so ein Eyecatcher. Ist nicht schlecht. Einfach mal zu fragen. Gibt es da einen Bedarf für? Die Idee ist gar nicht so verkehrt. Ja, und hier ist nochmal ein weiteres Fahrzeug eingezogen vom Erwin-Hümer-Museum. Das ist auch schon etwas älter, aber ich finde das immer noch gigantisch. So, wir sind mal kurz an der Luft. Wo gehen wir jetzt hin? Zu Detlefs. Zu Detlefs, Halle 7a. Los geht's. Kommt mit. Ganz schön, auch mal an der Luft zu sein, ehrlich gesagt. So, jetzt stehen wir bei Detlefs und ich stehe direkt vor der Messeaktion. 3.500 Euro sparen mit Sonderausstattung bei einem Kauf eines Neufahrzeugs. Wir stehen hier vor den Nomad-Baureihen. Es sind wenige Wohnwagen nur ausgestellt, wie letztes Jahr auch leider. Man hat hier nicht viele ausgestellt. Hier ist schon Ende, danach kommen die Reisemobile. Und wir haben ja drauf gehofft oder gehört, die Nomad- und Beduin-Skandinavia-Baureihe sollte abgelöst werden durch neue Modelle, bisschen moderner. Das hat man nicht gemacht. Man hat also quasi die Modelle im Plan gelassen. Hier ist mal eine Gesamtübersicht der Modelle, die mit roten Haken markiert sind. Sind Modelle, die hier ausgestellt sind. Man hat die Aero-Baureihe rausgenommen aus dem Programm. Also Aero gibt es nicht mehr. Und man hat auch die Modelle insgesamt deutlich nach unten gekürzt. Seht mal bei Nomad.
Das sind jetzt noch 6 Modelle, das waren vorher, glaube ich, 9 der 10. Also man hat überall 5, 6 Modelle, auch bei Beduin Skandinavia hat man einige Modelle aus dem Programm genommen, wahrscheinlich die, die nicht gegangen sind, um einfach irgendwie Kosten zu sparen, der was auch immer. Also man merkt hier auch, der Caravan-Markt hat sich oder erholt sich gerade von der Hochphase Corona, ist natürlich für die Hersteller schlechter, ist ja keine Frage. Und deshalb gehen sie nicht mit neuen Modellen voran und bringen neue Modelle, wo Leute wieder draufspringen, sondern reduzieren erstmal ihre Bestandsmodelle. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, ehrlich gesagt. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich fände es etwas sinnvoller zu sagen, wir investieren in neue Modelle und dass die Leute wieder einen Kaufanreiz haben. Das ist die Frage. Aber ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich gedacht, wir könnten uns heute mal einen neuen angucken. Habe aber auch die ganze Zeit nichts davon gehört. Es haben ja auch einige mir geschrieben. Kai, hast du schon was gehört, was Detlefs macht? Hatte ich nicht. Aber jetzt wissen wir warum. Es gibt nämlich nichts Neues, außer dass sie Modelle rausgestrichen haben. Ja, und damit gehen wir weiter in die nächste Halle und schauen mal, was es da für Neuigkeiten gibt. Aber bei Hobby gibt es dieses Jahr keine neuen Modelle. Aber es gibt eine neue Deckenleuchte. Ich weiß nicht, ob das so spektakulär für euch ist. Ich zeige es euch einfach mal. Das ist die neue Deckenleuchte, ein bisschen moderner. Die hat man jetzt überall neu eingebracht und es gibt optional ein Gaslevel-Messer, der quasi an die Gasflasche kommt, wie das System von E-Trailer, was ich euch schon vorgestellt habe, gibt es bei Hobby jetzt optional zu kaufen, quasi als Erstausrüstung. Und man hat mir versichert von Hobby, ich habe mit den Vertretern hier schon gesprochen gerade, dass da auch in naher Zukunft sehr wahrscheinlich weitere elektronische Gimmicks dazukommen, die ins System eingebunden werden können. Das finde ich schon ganz gut, dass man da ein bisschen moderner mit vorgeht. Aber wie gesagt, letztes Jahr kam ja die neue Rückleuchtengrafik von Hobby. Ich zeige es euch nochmal. Und ja, ansonsten gibt es keine Neuerungen, aber das Angebot bleibt weiterhin gleich. Es wurden keine Modelle gestrichen, zumindest war nichts zu lesen davon. Und man hat hier wirklich sehr viel Auswahl. Es ist wirklich sehr viel ausgestellt. Die haben ganz, ganz viele Modelle hier, auch groß gestellt. Hier seht ihr mal den Händlerbereich dann da hinten dran. Also hier ist wirklich viel Platz, auch in den Gängen. Das hat man schon wirklich gut gemacht. Und ja, dass es keine Neuerungen gibt hier, wir werden den einen oder anderen bestimmt filmen letztendlich, keine Frage. Aber da es keine Neuerungen gibt, ich zeige euch nochmal gerade das Chart hier mit den Grundrissen für dieses Jahr. Lasse ich mal die Kamera einfach stehen. Aber damit gehen wir einfach mal weiter in die nächste Halle, um mal zu gucken, was Fendt zu bieten hat, weil die müssten nämlich jetzt eine Halle weiter sein. Schauen wir mal. So, hier wollten wir noch auf dem Weg zum Fendt-Stand, sind wir hier bei Beachy gelandet. Auch wieder sehr schön angerichtet hier alles. Also man hat das wirklich im Look von Beachy sehr gut gemacht. Da gibt es nichts zu meckern. Man hat hier auch neue Farben. Das ist so ein knalliger Rotton. Da hinten gibt es ein Gelb. Also man hat beim Beachy nichts geändert, außer dass man außen noch andere Dekors bekommt. Klebefolie quasi in verschiedenen Designs. Rot, Gelb, Blau haben wir schon gesehen. Also da kann man sich ein bisschen was aussuchen davon. Und ja, der Stand hier ist einfach schön gemacht, da gibt es nichts. Also nur Wohnwagen an Wohnwagen ist zwar auch okay, aber ein bisschen schön hergerichtet, das ist immer was Gutes. Und deswegen zeigen wir euch auch so ein paar Designelemente, weil da sieht man, dass die Händler sich, oder der Hersteller in dem Moment, dass die Hersteller sich Mühe gegeben haben mit dem Standaufbau. Ist ja schon ein bisschen aufwendiger, wie einfach jetzt hier so ein paar Wagen hinzustellen. Und das ist schon immer gut gemacht, machen sie aber seit Jahren so, muss man ehrlicherweise sagen. So, aber jetzt gehen wir zu Fendt. So, am Stand von Fendt, der ist auch großzügig aufgebaut, mit weniger Modellen, würde ich behaupten, wie sonst. Ich drehe mich einfach mal kurz. Ich glaube, es sind weniger Modellen, sehr luftig gestellt. Und wir stehen vor einem ganz neuen Modell, das wir euch natürlich nochmal separat vorstellen. Das steht außer Frage, und zwar der Fendt Bianco 495 SFE. Ist ein neues Modell im Baujahr 2025. Wir filmen mal kurz rein. Vorne so eine Dinette, keine U-Sitzgruppe. Französisches Bett, Toiletten nebendran, die Küche ist hier vorne. Ich glaube, das ist so die Besonderheit an dem Fahrzeug. Mal was anderes, ehrlich gesagt. Finde ich ganz gut. Aber wie gesagt, wir zeigen euch den nochmal separat. Sonst gibt es bei Fendt keine großen Neuerungen, außer der Diamant. Wir laufen gerade mal auf einen Tandemachse-Diamant zu. Da hat man eine neue Tür installiert. Also etwas gehobener, moderner, ein bisschen anders von der Farbgestaltung, aber so viel anders ist sie, glaube ich, nicht. Und wir schauen einfach mal rein. Das hier oben, das Dachelement, ist auch neu. Genau, wie gesagt, das ist jetzt ein Tandemachse. In Diamant üblicherweise mit den dunklen Hölzern. Ja, aber auch da werden wir euch den einen oder anderen noch während der Messe zeigen.
um, dass ihr einfach ein bisschen Blick habt. Und hier sehen wir schon das Kabelschild und da gehen wir mal hin und gucken mal, was es da Neues gibt. Kurz zur Messenaktion. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei allen Händlern gemacht habe oder Herstellern gemacht habe, aber hier die Fendt-Messeaktion, wieder die Klimaanlage, der Klassiker. Sonst sieht man hier keine Messeaktion. Aber ich habe schon so von einigen gehört, bei anderen Herstellern, wenn man mit Händlern spricht, die wollen auch verkaufen. Also da geht bestimmt das eine oder andere noch. Ne? Ein kleiner Tipp von mir kommt nachher noch zum Ende. Sage ich noch einen kleinen Tipp. Ich habe ja mit mehreren jetzt gesprochen und kann euch dann noch ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben. Falls ihr Interesse habt am Kauf natürlich. So, wir haben gerade bei Kabe mal nachgefragt. Also der Ästhet hat ein neues Außendesign bekommen. Die Beklebung ist anders. Gut, ich zeige es euch einfach mal. Extrem spektakulär ist das natürlich nicht. Ansonsten sind hier einige Kabe ausgestellt, das ist die Royal-Baureihe. Kabe kennt man ja. Ich werde auch vielleicht in einem oder anderen Film in die Tage. Kein Thema, aber wie gesagt, nichts Neues. Aber im Imperial, also in der höchsten Baureihe, gibt es ein neues Gaskochfeld wohl. Das schauen wir uns nochmal an, da gehen wir mal kurz hin. So, hier stehen wir vor einem Imperial. Das ist natürlich ein kleiner, es ist ein Einachser, aber das macht ja nichts. Da gucken wir mal gerade rein. Schöne Fußmatte haben sie hier, auf jeden Fall. So, und hier siehst du, du hast hier ein Kochfeld mit Dunstabzugshaube hier integriert. Das ist Elektro. Und das, nee, das ist Gas, Solgas. Das ist ein Gaskochfeld. Und das ist, glaube ich, ein Elektrokochfeld. Du hast also eine Hybrid-Variante hier. Und die sind schön in die Platte eingelassen, da steht nichts mehr über und so. Kannst du was abstellen, wobei das natürlich sehr schade ist bei dem Fahrzeug. Und das ist die Neuerung bei den Kabe-Fahrzeugen. Wie gesagt, neues Gas- und Elektrokochfeld. Ja, sieht schon schick aus, würde ich sagen. Ne? Aber das ist auch alles. Ansonsten sind die Fahrzeuge, wie gehabt, im Standard. Wie gesagt, Kabe sehr hochwertig, auch von der Ausstattung her gemacht. Kein Thema. Kommen wir aber nochmal extra drauf zu sprechen. Jetzt beim Messerundgang einfach mal gezeigt, was es hier so Neues gibt. Und das ist jetzt in der Imperial-Baureihe dieses Kochfeld und im Ästhet die neue Außenbeklebung. Und das war's schon. Und wir gehen mal weiter in die nächste Halle. Ja, jetzt am Stand von Atria. Hier gibt es auch zum Modelljahr fast keine Neuerung. Ein neues Modell, und zwar den Aviva Light. Das ist ja diese Leichtbauserie, also wirklich sehr kompakte Wagen. 300 lh ist das hier. Man sieht hier schon, er ist sehr, sehr klein. Also der ist wirklich extrem klein, aber dadurch auch extrem leicht. Aber es gibt kein Schild, es gibt keinen, ich kann euch keine Beschreibung zeigen. Ich will nochmal extra filmen die Tage. Elektrokochfeld hierfür hinzustellen, den man einstecken kann. Küche, Bad, Sitzgruppe kann umgebaut werden zum Bett, eine Toilette mit dabei, hier oben so ein Netz. Ist das ein Bett? Nee. Doch, das ist auch noch ein Bett, ein Kinderbett, aber ob ich da schlafen wollte, ich wüsste es ehrlich gesagt gar nicht. Maximal 70 Kilo steht hier dran. Also das ist schon Minimalismus hier mit Sicherheit. Also das ist wirklich Minimalismus. Wer das mag und wirklich einen ganz leichten Wagen haben will, der ist hier richtig. Den werde ich euch auch nochmal filmen, die Tage. Also nochmal komplett vorstellen. Weil jetzt, die anderen Wagen haben all, wie ihr seht, so Preisschilder dran. Der hat gar kein Preisschild. Muss ich mich die Tage nochmal schlau machen. Aktuell habe ich keinen Verkäufer gefunden. Aber das machen wir die Tage nochmal. Also wie gesagt, das war's von Atria. Und gehen wir weiter, was es hier noch in der Halle gibt. Denn hier müssten noch mehr kleinere Hersteller sein. Aber hier auch nochmal das Messerangebot. Atria schenkt euch beim Kauf eines Wohnwagens den Truma Mover. Und zwar Einbau 0 Euro und der Mover A für 249 Euro, für Tandemachse 999 Euro. Das ist extremst günstig, weil die kosten über 2000 Euro. Also das ist schon ein guter Rabatt. Und gut, vielleicht geht noch ein bisschen mehr, muss man abwarten. Aber das ist schon mal ein Angebot, deswegen als kurze Information. Ja, da kann man auch noch dran vorbeilaufen, das muss ich euch noch zeigen. Der Atria Astella, kein neues Modell, aber das Ferienhaus auf Rädern. Mit den zwei großen Türen sieht immer wieder gut aus. Ja, jetzt am Stand von Polar gibt es ein neues Modell, den Chimera. Vor dem stehen wir gerade. Es ist nur einer ausgestellt, es gibt ihn aber in vier Varianten und ist auch ein Riesenfahrzeug. Es gibt einen Einachsergrundriss und drei Tandemachsergrundrisse. Hinten das Heckdesign mit dem Chimera. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber ist halt schon was Besonderes mit Sicherheit. Ein Riesenfahrzeug übrigens, der hier kostet 93.000 Euro, also nichts für den kleinen Geldbeutel. Und hier habt ihr mal die Grundrisse. Das hier ist dieser hier, der 730 BSL. Hat aber auch jede Menge Ausstattung, aber gut,
Ich bin mir nicht sicher, wenn man jetzt viel reist mit dem Fahrzeug auf Campingplätzen und so, ob das das richtige Fahrzeug dafür ist. Eine sehr breite Tür, weil es ist halt schon ein relativ großes Fahrzeug. Der ist über 9 Meter lang, hat hier eine Couchsitzgruppe und entsprechend auch hier jede Menge Platz drin, also schon top. Aber den Wagen werden wir euch nochmal gesondert vorstellen, das ist ja keine Frage. Den können wir euch natürlich nicht in 3 Minuten zeigen, aber wer es interessiert, bleibt dran, beziehungsweise abonniert unseren Kanal, der kommt noch mit Sicherheit in nächster Zeit, den filmen wir nochmal extra. Weiter geht's aber mit unserem Rundgang, wir kommen ja langsam zum Ende. So, auch Stärkemann ist hier vertreten mit einem recht großen Stand, wie ich finde. Es gibt aber keinerlei Neuerungen, denn die hatten ja letztes Jahr gerade die Modelle angepasst mit der Open Edition und dem Easy. Das sind ja dann die Änderungen letztes Jahr gewesen. Open Edition, Sport Edition hat man letztes Jahr angepasst. Ihr seht hier mal Wagen von hinten. Hier ist der Easy 496 PE. Andi, schöne Gruß, das ist dein Wagen. Der ist immer noch so, wie du ihn gekauft hast. Ein Bekannter von uns fährt den und ist auch sehr zufrieden damit, wohlgemerkt. Und hier sieht man mal ein paar Fahrzeuge. Also sie haben ja auch ein bisschen was in der Ausstellung. Das ist schon ganz gut gemacht. Der Stand auch hier etwas enger gestellt wie andere. Aber auf jeden Fall kann man sich schon mal die Modelle anschauen. Ja, schräg gegenüber von Stärkemann steht Caravelair, das ist ja die Schwestermarke, hat dieses Jahr auch keine Änderungen im Programm. Wir haben weiterhin den Alba, den kleinen, den einfachen und den Sportline, also analog zum Stärkemann. Es gibt keinerlei Neuerungen, aber haben hier auch ein paar Fahrzeuge ausgestellt. Also wer da Interesse hat, kann sich die hier auch anschauen. Nicht alle Modelle, aber schon etwas an Auswahl. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, wir sind aber soweit durch mit den klassischen Wohnwagen. Wir gucken aber mal, dass wir keinen vergessen haben. Und dann suchen wir uns mal ein ruhiges Plätzchen für so ein kleines Fazit und noch einen kleinen Tipp, den ich ja versprochen hatte. Ja, ich habe hier noch eine Wohnwagenfirma gefunden. Ich war sehr verwundert, weil das Design und sowas kennt man ja von deutschen Fahrzeugen. Es ist aber eine türkische Firma, Serm und Bar, die hier auf den deutschen Markt wollen. Ich habe gerade mit den Vertretern hier gesprochen, die aber noch Händler suchen hier, also es gibt noch kein Händlernetz. Ich möchte trotzdem auch nicht versäumen, euch die Fahrzeuge mal vorzustellen. Das Heckdesign ist schon sehr unseren kompatibel, wie gesagt, auch das Licht ist ganz nett. Es gibt jetzt 2 Modelle, die sie ausgestellt haben. Hier seht ihr auch die Modellnummern. Das zweite Fahrzeug ist ein etwas größeres, auch mit dem LED-Lichtband. Die haben sogar eine alte Heizung mit dabei, allerdings nicht im Standard, sondern als Zusatzstattung. Hier seht ihr mal die ganzen Fahrzeuge, die sie anbieten. Wir können noch mal kurz einen Blick reinwerfen. Er hat mir gesagt, also Preis konnte er mir jetzt noch keinen nennen, aber die werden ungefähr so auf, wie ein deutsches Niveau etwas darunter eventuell. Ja? Werden in der Türkei hergestellt, die Fahrzeuge. Und ich denke, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ja, ich sage mal so, jetzt so vom ersten Eindruck, hier ist eine Dusche verbaut. Vom ersten Eindruck her ist das wie deutscher Standard. Also jetzt nicht unbedingt wie jetzt die etwas besseren Marken. Also die Türen und so sind schon einfacher, keine Frage. Kommt natürlich auf den Preis an. Ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen, dass ihr es mal gesehen habt. Serm und Bar, wie gesagt, türkische Hersteller und sucht in Deutschland nach einem Händlernetz, weil ohne Händler ist es Verkaufen natürlich sehr schwierig. Und deshalb sind sie hier in der Ecke von Halle 11 ausgestellt. Also wer mal hierher kommt, kann sich die gerne mal anschauen. Vieles von den Sachen, die drin sind, kennen wir vom deutschen Markt. Wie gesagt, es scheitert aktuell am Händlernetz. So, und jetzt suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen. Ja, wir sind mal in den Außenbereich geflüchtet. Hier ist noch nichts los. Hier ist auch teilweise noch, sind auch noch die Bänke nass. Der hat nämlich gerade geregnet. Aber hier draußen ist halt bessere Luft, wenn man den ganzen Tag in der Halle rumläuft. Und wir sind jetzt gerade mal ja, 2 Stunden ungefähr hier. Also von daher nicht viel. Aber in der Halle ist halt schon eine andere Luft wie hier draußen. Ja, wir haben jetzt gerade noch diesen türkischen Hersteller entdeckt. Und jetzt sind wir rausgegangen. Das war unser Wohnwagen-Rundgang bei den klassischen Wohnwagen. Überwiegend mit dem Fokus auf Neuerungen. Aber die waren überschaubar, ne Nicole? Ja, sehr. Also die waren wirklich sehr überschaubar. War zu erwarten. Ich habe es ja im Vorfeld so einigermaßen schon gewusst. Wobei Hobby kam jetzt erst Anfang der Woche mit der Pressemitteilung der Neuerungen um die Ecke. Klar, es gibt ja auch fast keine. Und die haben alle Hersteller haben noch genug Bestandsmodelle von 2024 auf dem Hof stehen. Das wäre jetzt auch unser Tipp. Also wenn ihr vorhabt, einen Wohnwagen zu kaufen und es gibt jetzt gerade ein neues Modell, was euch extremst gut anspricht, da müsst ihr logischerweise das neue kaufen, würden wir euch immer raten, zum Vorjahresmodell zu greifen. Denn der Händler hat ihn auf dem Hof stehen, er will ihn verkaufen und da gibt es bestimmt nochmal entsprechende Rabatte. Ihr habt ja die Rabatte hier auf der Messe gesehen, die sie bei Neufahrzeugen geben. Und da gab es schon der eine
Hinweis nach dem Motto, wenn man mit dem Händler spricht, gibt es da bestimmt auch noch die eine oder andere Option. Also ich glaube, der Kauf eines Wohnwagens, wenn man eh jetzt kaufen möchte, lohnt sich schon. Man muss sich halt ein bisschen informieren. Die Innovation an Modellen blieb aus. Ich habe eigentlich mehr erhofft, gerade von Detlefs, dass da neue Modellpflegen kommen und so weiter und so fort. War aber nicht so. Aber gut, so haben wir euch mal mitgenommen auf unseren ersten Rundgang am heutigen Preview Day, am Freitag. Das Video versuchen wir jetzt auch relativ schnell zu veröffentlichen, dass ihr einen Überblick bekommt, was es an Neuerungen gibt. Es war kurz und knapp. Wir werden euch natürlich gerade die Modelle, die wirklich neu sind, werden wir euch natürlich nochmal gesondert vorstellen. Die kommen dann im Laufe der Zeit noch. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Das filmen wir jetzt nach und nach. Wir machen wahrscheinlich noch einen Rundgang bei den exotischen Wohnwagen. Das ist ja auch immer viel Interesse von euch, dass man auch mal so außerhalb der normalen Wohnwagen alles, was da gibt, filmt. Und hier wird ja, wenn in Düsseldorf, einiges geboten dazu. Und ja, sind wir mal gespannt, wie die nächsten Tage werden. Wir sind noch bis Montag hier und wir würden uns über Kommentare freuen. Ich habe ja währenddessen schon ein paar Fragen gestellt. Schreibt uns doch mal dazu was. Wie hat euch der Rundgang gefallen? Schreibt es in die Kommentare und lasst uns natürlich ein Like da fürs Video. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.